Die Fulan-Universität ist eine katholische Universität, die unmittelbar dem Bildungssystem des Vatikans zugeordnet ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde nach langer Vorbereitung die Fulan-Gesellschaft der katholischen Kirche in Peking gegründet, die zu Beginn nur 23 Studenten umfasste. Im Jahr 1927 wurde die Gesellschaft von der nationalistischen Regierung Nordchinas anerkannt und offiziell in Fulan-Universität umbenannt und im Jahr 1929 offiziell durch das Bildungsministerium registriert. 1959 beauftragte das Erzbistum Taipei die Steyler Missionare und die Jesuiten mit der Planung und Neugründung der Universität in Taiwan. 1960 wurde der Plan vom Bildungsministerium bewilligt und die Universität in Taiwan neu eröffnet. 1961 begann die Graduiertenabteilung für Philosophie mit der Aufnahme von Studenten. In der Folge wurden 3 Fakultäten und 10 Abteilungen gegründet. Die Universität befindet sich in Xinjiang, einem Vorort Taipehs. Die Universitätsgebäude wurden sukzessiv erweitert. Die Fulan-Universität pflegt einen intensiven Austausch mit Universitäten im Ausland. Heute besteht die Fulan-Universität bereits 85 Jahre. 26.000 Studenten sind gegenwärtig an ihr eingeschrieben. Die Zahl der bisherigen Absolventen im In- und Ausland beträgt insgesamt 160.000. Die Rektoren der Universität haben über mehrere Generationen hinweg der Verbindung ostasiatischer und westlicher Kulturen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Ideal einer umfassenden geistigen Bildung, die Förderung eigenständiger Forschung und einer religiösen Weltsicht bilden die Grundlagen des Erfolges der Absolventen der Fulan-Universität. 天主教辅仁大学在台湾、在华人世界乃至于在国际都是一所为人所赞誉的天主教大学。我们学校的办学目标应该是以天主教敬天爱人作为核心价值。 以圣美善真四个目标去努力。圣，我个人觉得就是要让学生懂得珍爱生命，懂得谦卑为怀。那么他们要有很健康的人生观。至于美呢，我们希望学生学到去追寻更美好的人生，对将来 有更创新的愿景。在善的方面，我们是希望学生在学校能够学会以助人和感恩，让他们的人生得到平安和喜乐。那么在我们辅仁大学的服务学习是我们做的最好的教育之一。最后谈到真， 我们希望学生在学校期间都学会追寻真理，有终身学习的能力，并且将他们所学未来能贡献于社会。那么这圣美善真的目标达成，我觉得辅仁大学能够教育出非常 完美人格特质的学生。那如何去经营辅仁大学呢？我个人的治校理念有三个主轴。第一个主轴呢，就是去发扬天主教的使命特色，给学生更多的身心灵教育跟辅导，让学生在台湾社会 有全人的一个健康。第二个主轴是朝向开源节流，积极的建设跟展业，使得辅仁大学能够永续经营。那么各位都知道，现在在竞争剧烈的台湾社会，少子化的冲击，招生不易，种种的冲击和压力，必须 来面对，所以弹性的措施去让辅大有更多的资源，是我未来治校的理念。最后一个主轴呢，我必须要非常努力使辅仁大学在国际的排名能够提升。
我们必须要提高研究的能量跟产量，我们必须更国际化，我们必须有非常好的师生比，我们要迈向卓越，我们要不断的成长创新，使辅仁大学成为大家所肯定的一所卓越的国际化大学。最后我要强调的是，台湾目前已经有很多一流的大学，我自校的理念是希望未来辅仁大学也是一所一流的大学，但是它是家长和学生所深深向往的大学。不但如此，它在国际上也是一所卓越而有特色的天主教大学。Die Fuhren-Universität strebt auf der Basis christlicher Nächstenliebe nach Wahrheit, Güte, Schönheit und Heiligkeit, um Persönlichkeit mit Tugend, Intellekt, Vitalität, Kollegialität und einem Bewusstsein für Schönheit zu bilden. Aufbauend auf dem christlichen Caritas-Gedanken kann die chinesische Kultur bereichert werden. Wissenschaftliche Forschung und das Streben nach Wahrheit können das menschliche Wohl verbessern und Grundlagen für eine friedliche Weltgesellschaft bilden. Die Fuhren-Universität befindet sich in Xinjiang, einem Vorort der Metropole Taipei. Die Grundfläche der Universität beträgt etwa 35 Hektar. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr durch die U-Bahn-Linie Xinjiang und die Schnellbahn zum Flughafen wird in Kürze abgeschlossen sein, sodass die Universität verkehrstechnisch gut erreichbar ist. Die Campus-Architektur ist harmonisch und übersichtlich strukturiert. Der Baustil verschmelzt europäisch-katholische mit allgemein westlichen Charakteristika. In der von vielen Grünflächen eingebetteten Umgebung herrscht eine bildungsfreundliche Atmosphäre. Forschungsressourcen und moderne multimediale Einrichtungen sind ausreichend vorhanden. Somit wird den Studenten eine vielseitige, ganzheitliche, interdisziplinäre und internationale Lern- und Lebensumgebung bereitgestellt. Ich weiß nicht, ob ich gut bin. Ein bisschen aufgeregt. Gehen wir zum Frühstück. Gehen wir zum Philosophische Fakultät. Auf der Grundlage eines Ideals geistiger Allgemeinbildung fördern wir eigenständiges Denken und Forschen. Mit diesem Ideal verfolgen wir das Ziel, eine geistige Elite mit breitem Allgemeinwissen auszubilden. Pädagogische Fakultät.
Auf Grundlage eines ganzheitlichen Bildungsideals stellen wir pädagogische Ressourcen zusammen und bieten eine Ausbildung zum Pädagogen bzw. Pädagogin auf professioneller Grundlage. Fakultät der Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Durch die gleichzeitige Berücksichtigung lokaler und internationaler Perspektiven wird im Rahmen der Kommunikationsstudien ein perspektivenreicher und flexibler Unterrichts- und Forschungsplan angeboten, der umfangreiche Fachkompetenzen auf der Höhe der Zeit vermittelt. Fakultät der Künste. Musikalische und bildnerische Künste werden auf der Grundlage eines umfassenden und vielseitigen Lehrplans vermittelt. Die Fakultät fördert fachliches Können und Kreativität und eine künstlerische Persönlichkeit mit individuellem Stil. Fakultät. Im Geist katholischer Barmherzigkeit bilden wir Mediziner und Pflegepersonal mit fachlicher Kompetenz und mit einer vom Caritas-Gedanken geprägten Persönlichkeit aus, die medizinische Leistungen auf höchstem Standard anbieten können. Fakultät für Naturwissenschaften und Technologie. Wir legen Wert auf eine sachlich und technologisch orientierte wissenschaftliche Ausbildung und bemühen uns darum, Fachkompetenzen auf hohem Forschungsniveau zu vermitteln, wobei die Verbindung zwischen unterschiedlichen Wissensgebieten eine zentrale Rolle spielt. Fakultät für Fremdsprachen. An unserer Fakultät wird eigenständiges Denken in unterschiedlichen Sprachen und die mündliche Kommunikationsfähigkeit gefördert. Gestützt durch Computertechnologie und multimediale Einrichtungen werden Fremdsprachen mit der Vermittlung von spezifischem Fachwissen kombiniert. So kann neben dem Erlernen der Fremdsprache eine umfassend gebildete Persönlichkeit gebildet werden. Humanökologische Fakultät. Mit dem Ziel, die Lebensqualität der Bürger zu erhöhen, legen wir Wert sowohl auf den wissenschaftlichen als auch den praktischen Bereich. Das Studium vermittelt Basiskenntnisse der Humanökologie und Einführungen in die humanökologische Praxis. Wir pflegen intensive Kontakte und verfolgen praktische Kooperationen mit Industrie und Wirtschaft. Juristische Fakultät. Wir bemühen uns um die Entwicklung und Forschung in den traditionellen juristischen Fächern sowie um eine erstklassige Berufsausbildung. Fachliche Kompetenz, Vielseitigkeit und Verbindung mit den technologischen Wissenschaften stehen im Mittelpunkt des Magisterstudiums. Sozialwissenschaftliche Fakultät. Das Studium bietet vielfältige, globale, orientierte Perspektiven, wobei die Studierenden motiviert werden, ein zweites Hauptfach zu belegen, um die eigene Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Teamarbeit unter den Studierenden wird nachhaltig gefördert und die Bereitschaft für eine Arbeit mit sozial unterprivilegierten Schichten gepflegt.
Fakultät für Unternehmensführung und Management. Als erste vom AACSB anerkannte Einrichtung auf beiden Seiten der Taiwanstraße bieten wir MBA-Studien auf der Grundlage geistiger Allgemeinbildung, moderner Fachkenntnisse und internationaler Perspektiven. Die Studierenden erwerben daneben Erfahrungen in Praktika und im Zentrum der heutigen Gesellschaft und erwerben dadurch eine hohe Qualifikation als Facharbeitskräfte in Industrie und Wirtschaft. Fakultät für Allgemeines Bildungswesen. Mit der Unterstützung hochqualifizierter Lehrkräfte, reichlichen pädagogischen Ressourcen mit kreativ integrierten Unterrichtsmethoden bieten wir Berufstätigen und Bürgern eine vielfältige Allgemeinbildung in einer interdisziplinären und internationalen Lernumgebung an, die lebenslanges Lernen fördert. Unsere Universität strebt aktiv nach internationalem Austausch. Auf unserem Campus befindet sich ein Büro für den Austausch zwischen Taiwan und der Europäischen Union. Wir haben mit über 160 renommierten Universitäten in der ganzen Welt ein Partnerschaftsabkommen abgeschlossen. Jährlich findet ein Austausch von mehreren hundert Studierenden statt. Gleichzeitig nehmen wir über 600 Studenten mit auslandschinesischem Hintergrund auf. Um den Kulturaustausch und die internationalen Perspektiven zu erweitern, wurde ein Sprachenzentrum gegründet, das chinesische Sprachkurse für die ausländischen Studenten anbietet, wodurch zugleich die chinesische Kultur erhalten und gepflegt wird. Die Fulon-Universität ermutigt die Studenten, neben den fachlichen Studien auch anderen, außeruniversitären Aktivitäten nachzugehen. Es gibt zahlreiche Studentenvereinigungen, die eine ausgezeichnete Lernumgebung bieten. Die Anzahl der bisherigen Absolventen der Fulon-Universität betrügt über 160.000. Unsere Absolventen sind heute auf der ganzen Welt tätig, auf verschiedenen Gebieten wie den wissenschaftlichen, industriell-wirtschaftlichen, künstlerisch-sportlichen und sozialen Bereichen sind aus unserer Universität ausgezeichnete Persönlichkeiten hervorgegangen. Die Einrichtung und Erweiterung eines Alumni-Netzwerks wird künftig die Kommunikation zwischen Absolventen und der Universität intensivieren und dazu beitragen, die Fulon-Mentalität auch nach Abschluss des Studiums zu bewahren. Unter Beibehaltung der Grundziele und Anliegen einer katholischen Universität werden künftig Lehre und Forschung gleichermaßen gefördert. In bestimmten Kursen wird Englisch als Hauptunterrichtssprache verwendet. Wir legen Wert auf die Erhöhung der Unterrichtsqualität, Verbesserung der Forschungseinrichtungen, Förderung des allgemeinen Bildungszentrums und eine Entwicklung der Kultur in unserer Gesellschaft. Um die Anforderungen der Globalisierung künftig bewältigen zu können, müssen wir die Konkurrenzfähigkeit unserer Absolventen erhöhen, Naturwissenschaft und Technik integrieren, nach hohem Wissenschaftlichen Niveau streben und ein gut qualifiziertes Personal für die Industrie- und Managementsektoren ausbilden. Mit der Verfolgung dieser Ziele strebt die Fulon-Universität danach, eine internationale Spitzenuniversität zu werden.